Je suis Madeleine Boll. Je suis la première femme. Ich bin Madeleine Boll, die erste lizenzierte Fußballerin von der Schweiz und sogar von Europa. Ich hatte das Glück, 1965 mit den Junioren das Vorspiel zum Europacup-Spiel FC Sito gegen Galatasaray Istanbul zu spielen. Ein Haufen Journalisten haben aber gesehen, dass Tonin auf dem Rasen ein Mädchen mitspielt. Und das hat international für Furore gesorgt. Beim Verband Sperre hat man den Fehler gesehen und hat mir daraufhin die Lizenz abgenommen. In den Statuten von damals hat es nämlich geheissen, dass nur Boccia darf und Fußball spielen. Offiziell. Auch die Ärzte waren dagegen. Das war eine Katastrophe für mich, weil ich mit 12 nur eins wählte, nämlich Fußball spielen. Und ich war gut. Das ist kurz erzählt meine Geschichte als Pionierin des Frauenfußball in der Schweiz. Super triste. Voilà, c'est un peu mon histoire de pionnière de football féminin.